Ja, moin! Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Battlefield 2042. Die gute ist, es gibt morgen am 25. bis heute oder je nachdem, wann auch immer es schaut, einen zweiten Patch. Und ja, das war eigentlich auch schon die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass dieser Patch meiner Meinung nach immer noch viel zu klein ist und viel zu wenige Sachen behebt. Aber immerhin gibt es einen und immerhin wird etwas gemacht und zumindest sagen ja die Leute von DICE, dass sie sehr daran interessiert sind, die Probleme, die ihnen zugetragen werden, halt ja versuchen zu beheben, zu lassen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das Spiel läuft an sich so, dass man sagen kann, ja, man kann es spielen, aber es ist an vielen Seiten noch irgendwie so, dass es jetzt noch nicht ja, ganz fertig wirkt. Also gerade man hat irgendwie auch immer noch so das Gefühl, dass das Spiel entwickelt wurde und irgendwie kein Schwanz drüber geguckt hat. Und dazu gehören auch bei mir immer noch diese Sachen mit der Party, dass man nur 4 Leute drin haben kann und dass man irgendwie ja, nur 4 Leute im Squad und pipapo, das ist alles noch nicht so ganz ausgemerzt. Also ja, und leider werden diese Probleme auch in Update 2 nicht angegriffen. Bedeutet, damit müssen wir jetzt leider immer noch ein bisschen leben. Die wichtigen Punkte sind auf jeden Fall mal, dass der Bloom, also dieses Spreaden beim Schießen, ein bisschen reduziert wird. Also könnt jetzt angeblich mit Assault Rifles wieder besser zielen, beziehungsweise auch dahin zielen oder schießen, wo ihr hinzielt. Gucken wir mal. Bei Shotguns zum Beispiel, da ist es außen vor. Gut, eine Shotgun finde ich jetzt auch, ist jetzt nicht unbedingt eine Waffe, die man nimmt, um gezielt Schüsse abzugeben. Ist einfach so. Bei den Fahrzeugen gibt es eine kleine Änderung. Nämlich das Hovercraft und der Nightbird sind etwas schwächer geworden. Was denn ihre Panzerung angeht. Und das finde ich schon mal ganz gut. Vor allem das Hovercraft finde ich war viel zu robust. Das ist, hat da jetzt schon relativ viele Sachen eingesteckt, wo man sagt, okay, für so ein kleines Ding ist es ja schon ein crazy Panzer. Ja, dann wird es endlich dieser Revive-Bug, ist es endlich mal ausgemerzt. Hoffen wir mal, dass das dann auch so bleibt. Und die UAV ist, also diese Drohne, ist im Portal jetzt wieder aktiv. Wurde also da ein bisschen ja, gebessert oder wie auch immer. Die hat man ja rausgenommen, weil sie zu übermächtig war und jetzt ist sie halt wieder drin. Die kompletten Patch Notes an sich sind schon, ja, ich sag mal, es ist okay, aber es ist jetzt nichts, was in irgendeiner Weise übertrieben krass ist. Was? Also wir hatten ja schon mal gesagt, auf jeden Fall, die Streuung der Kugeln wurden bei allen Waffen außer bei den Shotguns verringert. Somit, dass ihr könnt ihr ein bisschen genauer zielen. Der vertikale Rückschuss der PP29 wurde erhöht, bedeutet, die ist nicht mehr ganz so crazy, wie sie bis dato war. Ich finde, man hätte vielleicht den Weg gehen sollen, dass man die Assault Rifles ein bisschen, also wirklich genauer macht. Ich hoffe natürlich dadurch, dass der Bloom jetzt ein bisschen geringer ist, dass es dann auch ist. Ansonsten finde ich es ein bisschen blöd zu sagen, okay, wir nerven einfach eine andere Waffe auch noch mit, dass sie genauso schlecht oder noch schlechter ist. Anstatt sich vielleicht mal Gedanken zu machen, dass die anderen Waffen besser werden. Ja, scheinbar gibt es mal Probleme, dass Spieler, die in der Nähe von Hindernissen wie Wänden oder Wasser getötet wurden, nicht wiederbelebt werden konnten. Da gibt es tatsächlich einen Punkt, also ich habe Wörter mal an einer Wand getötet und man konnte mich nicht reviven. Wobei ich behaupte, dass in anderen Battlefield-Teilen manchmal auch so verrückte Sachen dabei waren. Ja, soll wohl behoben worden sein. Des Weiteren wurden Fälle behoben, in denen Spieler im Down-Zustand feststeckten und nicht wieder aufstehen konnten. Hatte ich tatsächlich noch nicht gehabt. Beim Nightbird wird die 20mm Kanone, der Radius reduziert, indem die Geschosse beim Aufbau Schaden verursachen und verringern sozusagen ihr Splash-Damage. Der Super Hokum, der wurde auch die 30mm Kanone ein bisschen reduziert, also der Gesamtschaden und auch die Reichweite. Beim Apache wurde die 30mm Kanone ein bisschen der Radius reduziert. So hat man wohl den Gesamtschaden der Minigun für alle Landfahrzeuge reduziert, außer beginnt der Schadensabwehr der Geschosse nun früher. Also bedeutet in dem Fall kann man nicht mehr ganz so weit schießen. Beziehungsweise müsste man ein bisschen höher ziehen.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist, die Panzerungstyp des LCHA, also des Hovercrafts, wurde angepasst, was seine Verwundbarkeit gegen verschiedene Waffentypen erhöht, wo man dann gesagt hat, die Panzerung ist genervt worden. Da es wundert mich ein bisschen, okay. Gut, die UAV, die ist wieder dabei, das hat man jetzt schon gehabt. Und dann wurde ein Problem behoben, dass die Spieler, die im Portal in der Warteschlange waren, komischerweise wieder ins Menü zurückgeschickt wurden. Somit soll man jetzt angeblich in der Warteschlange bleiben und dann noch in das Match reinkommen, wenn der Platz frei wird. Und generell, das ist glaube ich relativ wichtig, es wurden allgemeine Stabilitätsverbesserungen getätigt, um halt seltene, sagen sie, Spielabstürze zu verhindern. Ja, und damit war es eigentlich schon. Es ist nicht ganz so viel. Deswegen weiß ich nicht so richtig, was man davon halten soll. Also es ist schon mal gut, dass was gemacht wird, wie gesagt. Aber es steht immer noch relativ viel an. Und da können sie mir sagen, was sie wollen. Es ist noch ein bisschen Arbeit. Schieße, Bogen. Oh.